Und damit recht herzlich willkommen zurück. Wir haben doch noch nicht die Aufnahme beendet, weil wir plötzlich noch hier das Müllproblem haben. Irgendwie protestieren hier alle vor dem Rathaus wegen Grund zu viel Müll. Und solange das nicht behoben ist, denke ich mal, wird es auch mit den Einwohnern dabei 24.000, 25.000 bleiben. Aber ich weiß nicht, Müllproblem wird mir nicht angezeigt. Wir haben hier 50.000 Müllautos da, so. Ich verstehe es nicht. Das Problem ist mir ein großes, großes Rätsel. Hier kommen die Autos alle rein, hier kommen sie raus. Klatsche ich mal gerne noch hin. So. Zack, zack, zack. Jawohl. Limit erreicht. Abladebereich. Ja. Nee, komm, da hinten ist ja den Residential Zones. Den kann ich hier nicht bauen. Der hat keinen Platz. Obwohl ich hier die Straße abreißen könnte. Tja. Bringt's das jetzt schon? Unsere drei neuen Autos, die wir da hingeklatscht haben? Auf jeden Fall werden mehr Mülleimer am Tag geleert. Ich wollte gerade sagen, sieht ja soweit ganz gut aus, aber irgendwie. Auch wenn er nicht. Okay. Brauchen wir also mehr Fahrzeuge oder was? Krieg ja einen Knall. Oh, wir können ja ein Recyclingzentrum bauen. 1000. Hier können wir es hinpflanzen. Was sind das hier für Zonen nebenan? Okay, das sind Gewerbegebiete-Dingens. Zu nah an Kern würde ich das Recycling-Center ja nur auch nicht gerade stellen. Was ich aber gerne machen wollen würde, wir brauchen hier nicht so viele Halden. Obwohl, die wird ja langsam hier... Stimmt, ich verstehe. Protestieren sie jetzt immer noch? Grund, keine Müllabfuhr. Ihr könnt mich mal. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ach so. Dann hier, zack. Wollen wir das hier hinpflanzen? Das große Recycling Center. Oder nochmal sowas. Ach Mann, wenn ich ein bisschen Kohle hätte, würde ich auch sagen, okay, ab sofort Stigitown eröffnet. Was hat er hier? Auch wieder ein Müllproblem. Die Erde hat den ganzen Müll satt, Herr Bürgermeister. Wir müssen klar Schiff machen. Die Verschmutzung bewegt sich auf einem Rekordniveau. Gut. Anscheinend haben sie wirklich ein Problem mit dem Müll. Gut, dann machen wir Folgendes. Baja Credici. Wunderbärchen, zack. Und hier geht's hin. So, ja, ist klar. Oh ja, passt schon.
Das sind Residentel, ne? Unser Geschäft braucht mehr Touristen. Ja, das wäre jetzt sowieso die nächste Frage. Was basteln wir? Bei 30.000 dürfen wir wieder basteln. Und hier gibt es schon ein Upgrade. Ich bin dafür, dass wir Sicherheitsabteilung, nö. Verkehrs, nö. Tourismusabteilung. Pflanzen wir direkt hier oben drauf. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Was wir aber auch definitiv jetzt machen können, wir können mehrere Parks kaufen, ne? Beziehungsweise, genau hier. Gemeindepark. Und Stadtpark. Okay. Okay. Klassisch. Amphitheater. Sehr gut. Alter, das könnte doch direkt hier. Das würde sich doch super machen. Ein Amphitheater. Zur Not ruppe ich hier den blöden Biergarten ab. Guck mal kurz weg. Grillen war gestern. Wir sind jetzt kulturell angehaucht. Was ist denn jetzt denn? Hm? Was blinkt denn nicht? Hm. Amphitheater. Sehr schön. So, oh Gott, 124 die Stunde. Ja, super. Und Tendenz aufsteigend. Nein, jetzt machen die auch noch Probleme. Oh, nee, komm, ey. Guck mal, wie braun das hier schon alles ist. Wie geht die voll? 64.000. Ja, mit 23 minus die Stunde werde ich nie auf die 64.000 kommen. Bürgermeistervilla. Na, die interessiert mich gerade herzlich wenig. Ich muss erstmal das mit dem Müll irgendwie im Griff kriegen. Das kotzt mal an hier. Wertstoffmangelproduktion angehalten. Ja, siehste? War mir doch klar. War mir von vornherein klar. Und ich kann nicht mal... Ach doch, hier hinten kann man. Okay. Also irgendwas taut hier mit unserem Müll nicht hin. Bin ja gewollt, das ganze Ding hier abzureißen nochmal und nochmal neu zu bauen. Hallo, Skyscraper. Also, kleiner Skyscraper. Monarch East. Supi. Der erste. Okay. Nichtsdestotrotz nervt mich dieses Müllproblem. Und ich glaube, ich hätte eher eine Halle bauen sollen, anstatt hier ein Recycling-Fuck-Center. Entschuldigung für den Ausdruck. Bin gerade ein bisschen enttäuscht, Herr Bürgermeister von Rompelino. Das Blöde ist hier drüben, ich könnte ja theoretisch hier drüben auch noch mal basteln. An Kohle kommen wir gerade nicht ran.
Komm hier. Ich brauche Kohle. Sehr schön, sieht doch wieder besser aus. Und ich glaube, ich muss mir erstmal hier so eine. Sonst gibt es da gleich noch mehr Probleme. Arbeitslosigkeit. Vorhin haben sie noch rumgemeckert, ich finde keine Arbeit, ja? Hier werden Mitarbeiter gebraucht, der will mich verarschen, oder? Okay. Da wieder ein bisschen Geld ausgegeben. Hat unser Müllproblem aber immer noch nicht löst. Kacke, wann mache ich jetzt damit? Setze ich nochmal einen zweiten hier ran. Wie viel kostet's? 9000. Eigentlich ungern, weil das, mich will das nicht am Kern haben. Oder hier? Oder hier? Tut mir ja fast leid, wa? Aber wir müssen mal hier hinten jetzt, geht leider nicht. Tut mir leid. Nein. Kannst du knicken. Ist nicht. Die Zone. Gut. Gut, da kommt dann gleich noch eine Müllhalde hin. Müllhalde. Und die Industrie hat bestimmt keinen Platz hier, wa? Doch. Beschweren sich nicht. Okay. Na, solange wie sie sich nicht beschweren, ist doch eigentlich alles in bester Ordnung, wa? Die bauen jetzt auf. Okay. Ah. 57.000 Rompelino wächst, aber irgendwie wachsen nur die, aber hier nicht verstehe ich nicht. Huch. Was ist denn jetzt auf einmal los? Große Glücksgefühle ausgebrochen hier, oder was? Komm, ich mach das jetzt. Ich patzel da jetzt das hin. In der Hoffnung, dass es sich jetzt nach ins Positive wendet. Jetzt ist Ruhe. Ihr wollt mich veräppeln, oder? Also kann mir das mal, ist das jetzt ein Bug gewesen, dass die das hier nicht anerkannt haben hier, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, hier ist eh alles voller Kacke schon. Das sieht hier braun aus, ey. Ist ja unglaublich. Geil. Eieieiei. Na gut.
Also Rompelino scheint ja jetzt doch zu wachsen. Wir haben bei 24 angefangen bei der Aufnahme und sind jetzt bei knapp 70. Wir sind jetzt bei 70. Wir haben unsere ersten Skyscraper, was ich ziemlich cool finde. Und was, warte mal, das mache ich mal kurz noch. Kriegt man ein schönes Close-up hier hin? Oh mein Gott, was passiert denn hier? Oh, 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 oh. Meine Güte. Ihr seht, so ein bisschen Rompelino wächst, auch wenn hier hinten die Assi-Slums sich natürlich vermehren. Es gibt viel zu tun. Und da machen wir morgen weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr natürlich einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat, oder mir einen Kritikpunkt gibt oder einfach nur einen netten Kommentar da lasst. In diesem Sinne, danke und Rinja hauen. Tschüss.